Hallo und einen schönen guten Nachmittag wünsche ich euch. Ja, ich wollte hier nochmal kurz live gehen, weil in der Gruppe finden ja ein paar Diskussionen darüber statt, wer wie Heilung machen darf, respektive ja, über Dr. Joes Arbeit oder die Arbeit überhaupt von Menschen, die Heiler sind. Und ja, ich wollte da mal meine Meinung dazu kundtun, weil von anderen ist hier, ja, das ist so ein bisschen als Hetzerei wahrgenommen worden, weil behauptet wurde, dass Dr. Joe Dispenza quasi sagt, ja, es geht nur auf seine Art und Weise und wenn man nicht diesem Protokoll auf hundertprozentige Art und Weise folgt, dann gibt es keine Heilung. Und ja, also da muss ich auch sagen, so sehe ich das nicht und so verstehe ich ihn auch nicht, Dr. Joe Dispenza. Er ist auch nicht dogmatisch oder so. Vielleicht kann das so ein bisschen rüberkommen, dass es so gemeint ist, aber Heilung per se ist nicht etwas, was eine Selbstlosigkeit des Heilers sozusagen voraussetzt, dass der quasi wie leidet und sich hingibt und nur andere heilt. Also ich finde, das ist ein total falsches Verständnis, sondern was ein Heiler tut, egal auf welche Art und Weise, er zeigt dir die Tür zu deinem heilen Sein. Er zeigt dir die Tür zu deiner Komplettheit und zu deiner Perfektion, die du per se bist. Und was uns immer so belastet und uns wirklich kaputt macht und auch krank macht, das sind diese Vorstellungen und diese Glaubensgrundsätze und Überzeugungen, dass Dinge auf eine gewisse Art und Weise gehen müssen. Und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Es gibt den Weg. Es gibt nicht den Weg zur Heilung, aber es gibt das heile Sein. Und dieses heile Sein ist ein Seinszustand. Das ist etwas, das man in sich hat und zulassen darf und spüren darf. Diesen Seinszustand komplett perfekt und heil zu sein. Und die Menschen, nennen sie Heiler, nennen sie Coaches, was auch immer, die dir dieses Türchen, den Weg vielleicht auch oder verschiedene Wege zu diesem Türchen zeigen, das sind eigentlich nur Wege, die du gehen darfst oder musst, um diese ganze Vorstellung von es geht nur, wenn du das machst, es geht nur so, es geht nur so, es geht mit einem Fingerschnipp. Wenn du es hinkriegst, von jetzt auf nachher, deine ganzen Überzeugungen, deine ganzen Vorstellungen, wie etwas sein kann und muss, loszulassen, von einem Moment zum anderen bereit bist, komplette Perfektion bedingungslos anzunehmen und nicht mehr zu glauben, dass etwas fehlt in dir, dass etwas nicht in Ordnung ist in dir, dass du etwas falsch gemacht hast, dass du etwas anders tun musst. Wenn du das mit deinem Verstand von jetzt auf nachher annehmen kannst und akzeptieren kannst, dass du reines Bewusstsein bist, reine Perfektion, was alles unter deinen Glaubensgrundsätzen, Vorstellungen, Geschichten, Stories, all das, wo du glaubst, dass du bist, was sich dahinter befindet, der Kern deiner Essenz, dessen, was jeder von uns ist. Wenn du das akzeptieren kannst, dann kannst du Heilung haben. Und zwar, es gibt keine Zeit. Und das ist, was Dr. Joe Dispenza versucht, auf seinen Weg klar zu machen, dass es wirklich darum geht, in dieses reine Bewusstsein reinzugehen, einzutreten, dich nicht mehr zu identifizieren, nichts und niemand mehr zu sein. Und da auch zu erkennen, dass wenn keine Zeit mehr da ist, weil es ja keine Zeit gibt, dass du dann reines Bewusstsein bist. Und das versucht Dr. Joe Dispenza, das versuchen alle anderen, einen Weg zu finden,
am Verstand vorbei, einen Weg zu finden, an den alten Glaubensmustern, Überzeugungen, wie wir müssen Sachen erkennen, um sie bekämpfen zu müssen und in Widerstand gehen und, was da alles vorherrscht in unserem kollektiven Bewusstsein. Alle die Heiler oder die dir den Weg zeigen wollen zur Heilung und wo Heilung ist, die suchen einen Weg, um deinen Verstand aus dem Weg zu räumen, sodass du klaren und direkten Zugang hast zu dem, was du wirklich bist, zu deinem wahren Selbst, zu der Essenz deines Seins, zu dem Bewusstsein. Oder ja, wenn du nur mal fragst, bin ich bewusst? Bin ich bewusst? Das ist alles, was du tun musst. Das ist auch das, was Dr. Joy in seinen Meditationen anleitet, dass du irgendwann mal eine Wahrnehmung dessen hast, was du bist, wenn du nicht mehr dich reflektierst mit deinen Gedanken, mit dem, was du siehst, hörst oder spürst oder beurteilst. Es geht nur darum. Und jeder, der meint, er tut etwas oder er tut etwas falsch, nein, tu nichts, tu einfach nichts, sei nur. In dem Moment, wo du dieses Sein spürst, dann spürst du diesen heilen und perfekten Teil deiner Selbst. Und wenn du diese, egal welche Meditation von Dr. Joe Dispenza verfolgst, er führt dich in diesen Raum, er lässt dir Zeit, eine Beziehung mit diesem Raum, mit diesem Bewusstsein, mit dir selber, mit deinem Sein, mit deiner Essenz aufzubauen, in der du endlich mal merkst, dass du nicht deine Gedanken bist, nicht deine Stories, dass du völlig unabhängig von all diesem Zeug einfach nur sein kannst. Und da hinzukommen. Das braucht einfach Übung, weil wir in diesem Umfeld und wo wir leben und mit unserem Außen und mit unserer Story und mit allem, was wir immer wieder reflektieren und versuchen verstehen zu wollen, diese ewige Gründesucherei, das hält uns alles nur davon ab, dieses Sein zu finden, diesen Punkt, diesen reinen, perfekten Punkt zu finden und zu spüren und den dann zu leben, in sich hineinzutragen und das zu sein in jeder, was für auch immer, unerträglichen Situation. Scheinbar kannst du einfach nur sein. Ich habe das ausprobiert. Ich habe Zeitung gelesen. Es war so geil. Ich habe alles gelesen. Es hat mich nichts betroffen. Gar nichts. Ich habe keine Beziehung dazu aufgebaut. Es war, ja, okay. Steht halt jetzt da drin. Aber du kannst dich auch super aufregen über das, was in der Zeitung steht, was andere machen, was andere denken, was andere sagen. Aber das ist eben genau das, was dich von dem trennt, was du suchst und von dem trennst, wo Heilung, Heilsein, komplett sein, ganz sein, nichts zu haben, was dem nicht entspricht, deiner Perfektion. Und Dr. Joe Dispenza hat für sich diesen Weg rausgefunden, um die Menschen dorthin zu führen. Nur, jetzt will ich auch noch was dazu sagen. Es gibt tausend andere Ansätze, oder? Alles Mögliche, was zu tun ist oder welche Vorstellung du hast, ob du das mit der Bibel verfolgst, es ist genau das Gleiche. Es führt dich zu dem gleichen Punkt. Es führt dich zu dem gleichen Moment, wo Heilung passieren kann. In dem Moment, wo du klar und rein bist und nicht mehr irgendwelche Vorstellungen hast, oh, das Zipperlein hier, das ist übel und oh mein Gott, und das hier bedeutet grausamste weitere Folgen und so weiter und so fort und diese Menschen können etwas mir anhaben und diese Entwicklung schadet mir. Solange du in diesem Zeug gefangen bist, wirst du nie diesen Punkt finden, des nur zu Seins. Und deswegen ist es halt oft so viel einfacher, wenn du viel meditierst, weil du da halt rausgehst. Aber du kannst auch bewusst einfach nur so rausgehen und einfach nur da sagen, hey, wer bin ich, wenn ich plötzlich nicht mehr denke? Wer bist du, wenn du plötzlich nicht mehr denkst? Nichts, niemand,
Nobody, nowhere. Du bist nur noch Bewusstsein. Du bist nur noch komplett alles oder nichts. Es ist so, so einfach. Und man muss dann zu niemandem folgen. Man muss einfach Sachen für sich ausprobieren, die andere vielleicht auch schon gelernt haben. Das ist das, was ich in meinen Coachings mache. Ich biete ganz viele verschiedene Möglichkeiten an, das einerseits zu erfahren und andererseits seinem Verstand Argumente zu bringen, dass er das endlich verstehen kann. Und für manche ist ein Argument, dass er endlich das verstehen kann oder sich darauf einlassen kann, sind irgendwelche Rituale und was weiß ich nicht was, wovon sich Dr. Joe Dispenza auch total distanziert und ich mich auch. Du kannst alles machen, aber du musst eben nichts machen. Du musst gar nichts machen. Du musst es nur sein. Du musst es nur für dich zulassen, diese Erfahrung dieses Seins. Und da gibt es auch nicht zu wettern und zu sagen, ja, und der macht so eine Atmosphäre und dann meint man, man muss dahin. Ja, das kann schon sein, aber du bist doch dein eigener Chef. Du kannst dir doch die Sachen anschauen, du kannst doch viele Bücher lesen, du kannst viele YouTubes lesen. Du kannst deinen Weg dazu finden. Das habe ich gemacht. Ich habe so viel angeschaut, ich habe so viel probiert, bis ich dann aus all dem kapiert habe, für mich meine Wahrheit verstanden habe. Aber das Ziel, wo es hingeht, das ist immer das Gleiche. Und das, was wir sind, das, was du bist, was ich bin, was irgendein anderer ist, das ist immer das Gleiche. Da gibt es keinen Unterschied. Die Worte sind anders, die Bezeichnungen sind anders. Das alles ist unterschiedlich, aber finde doch deinen Mix. Vertraue dir doch selber, weil all das Wissen ist in dir drin. Und lass dir helfen, wenn du dir helfen lassen willst. Aber fühl dich doch nicht diskriminiert, wenn du jetzt nicht an den Retreat kannst von Dr. Joe Dispenza, wenn du kein Coaching machen kannst, was auch immer. Jedes Mal, wenn du irgendwas in diese Art und Weise verurteilst und sagst, oh, das ist schlecht oder ich kann das nicht, dann bist du komplett im Mangel. Und der Mangel ist so weit entfernt von der Ganzheit, von der Perfektion, von dem Bewusstsein, von dem reinen Bewusstsein, von der kompletten Fülle. Da bist du entfernt, wenn du dich vergleichst mit irgendetwas, wenn du meinst, du müsstest etwas besser tun, du müsstest etwas anders tun, da bist du so, 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 so weit weg. Und es gibt keinen Guru, es gibt keinen, der das gefunden hat, das für alle stimmt, weil wir sind selber so ausgestattet, dass wir unser Wissen in uns haben, wie wir es am allerbesten selber verstehen können. Und ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist, dorthin zu gehen zu dir selber und dein eigenes Wissen nicht mehr anzuzweifeln, sondern dem zu vertrauen, was du weißt. Und es ist so gut und so einfach. Denkst du etwas, was sich gut anfühlt, ist es wahr und richtig. Denkst du etwas, was sich schlecht anfühlt, dann ist es eine glatte Lüge. So einfach ist es. Und wer dir helfen kann, diesen Weg zu dir zu finden, das entscheidest du selber. Und wenn du es erlaubst, dir das Türchen zu öffnen, dort hineinzugehen in deine Essenz, in dein Sein, das entscheidest du selber. Aber du wirst diesen Weg nicht finden, wenn du anfängst, irgendwelche Sachen zu verdammen oder abzulehnen, sondern such doch das, was du annehmen kannst. Nimm die Hand an, die dir den Weg weist, die für dich stimmt. Aber verschwende deine Zeit nicht mit irgendwelchen Sachen zu verdammen und Vorstellungen zu haben, dass irgendjemand, der Heiler ist, total selbstlos sein muss und auf Knien kriechen muss und Dreck fressen muss. Hallo? Das kann doch gar nicht sein. Einer, der ganz heil und in Fülle und vollständig lebt, der kann doch nicht ein Vorbild sein, wenn er sich nicht selber pflegt, wenn er nicht selber für sich an erster Stelle steht, wenn er nicht selber für sich da ist,
Weil darum geht's. Du musst für dich da sein. Du musst deine Stütze sein. Du musst deine Führung sein. Du musst da sein. Und dann kannst du anderen helfen, wie die, die den Schritt schon gemacht haben. Und das heißt nicht, dass du Coach oder was weiß ich, Heiler werden musst, sondern du kannst jeden Tag jedem Menschen helfen, ein Stückchen mehr zu sich selber zu finden, ein Stückchen mehr daran zu glauben, dass da mehr ist wie die Realität. Aber das kannst du nur, wenn du klar und deutlich bei dir bist und dich absolut gut, ganz und heil fühlst. Und dann trägst du zum Wechsel des kollektiven Bewusstseins bei. Und dann leben wir alle schöner und besser. Und darauf kommt es doch an. Darauf kommt es doch an. Und nicht, ob jetzt der Heiler oder der Ansatz oder dieses Angebot das Richtige ist. Das Richtige für dich ist das, was mit dir resoniert und was sagt, oh wow, das stimmt für mich und ich komme selber nicht ganz hin, ich vertraue mir nicht so ganz, aber das, was ich da höre von der Person oder was sie macht oder ausprobiert, das stimmt für mich einigermaßen, da kann ich mich noch mehr reinmachen. Aber nachher machst du deinen eigenen Mix, weil wenn es dann irgendwann mal schwapp macht und sagt, oh, darum geht's. Ja, darum geht's, das habe ich die ganze Zeit gesucht. Dann machst du deine Praktiken, dein Mix, deine Meditation, deine Rituale, was auch immer. Du hast hier deinen eigenen Mindset, dein Geplapper ist dein eigener Coach plötzlich geworden, weil du weißt, wo muss ich hin? Und du weißt, wie du dich dorthin kriegst, mit welchen Argumentationen, mit welchem Wissen. Und dann ist es gut und richtig. Und darum geht's doch. Es geht nicht darum, dass du irgendwas machen musst, aber du darfst das machen, was sich gut für dich anfühlt. Und das wollte ich einfach heute mal dazu sagen, zu diesen ganzen Diskussionen und kann man sich auch heilen ohne Retreat und so weiter. Per se muss niemand geheilt werden, weil wir sind alle heil. Wir müssen nur aufhören, unheil zu sein. Das ist alles. So einfach wär's. Ja, ich hoffe, das hat euch was gebracht und Klarheit gebracht, insbesondere auch denjenigen, die sich darüber aufgeregt haben, dass hier Hetzerei passiert. Ich bin so froh, dass es nicht mehr nur eine Dr. Joe Dispenza Gruppe ist, sondern dass es eine Gruppe ist, die darum geht, wirklich bewusst sein und zu schöpfen und das zu sein, was wir wirklich sind. Und der Weg, der für jeden dorthin geht, der ist gut und richtig, immer, immer, immer. Zweifelt nicht so sehr an euch, vertraut euch. Es ist alles innen, in uns und nicht in diesem schwafelnden Zeugs da oben auf unserem Hals und auch nicht da draußen in irgendwelchen anderen Menschen, Büchern oder was weiß ich nicht was. Da ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist da drinnen, in jedem von uns. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr kommt alle zu meiner Geburtstagsparty. Also, bye!